Abpfiff, Anpfiff. Los geht's. Pass auf, wir reden über die Fußball-WM, die jetzt angefangen hat. Die von mir ist aber auch gleich wieder zu Ende. Gut, dass wir die Deutschlandfahne drauf haben. Finde ich gut. Das ist ein Fortschritt zu von vor. Ich weiß nicht, wie viele Jahre, als wir hier Schwierigkeiten hatten. Ja, das ist jetzt ein Akt der Solidarität mit Ihnen. Aber, pass auf, Fußball-WM nervt total. Ein Riesengeschäft, es geht um ganz, ganz viel Geld. Es geht sogar um so viel Geld, dass es eine große... Teufelsgeld. Okay, eine Korruption, große. Hallo, es ist die Weltmeisterschaft der Korruption, das wissen Sie auch ganz genau. Russland, ja, die Vergabe, da lief bestimmt alles total mit rechten Dingen zu. Auch Katar, irgendwie eine total saubere Sache ist das. Und dass die da in Rio und die Leute zusammenprügeln und so, ganz egal. Die Sklaven, die in Katar die Stadien da gebaut haben, alles egal. Hauptsache, das Spiel rollt, oder? Wie sehen Sie das? Aufhören? Nein, aber es nervt. Entweder muss man das reformieren oder aussteigen. Reformieren oder aussteigen. Also, gut, das ist ja toll. Handeln jetzt. Arzt, Ausrufezeichen. Was? Das sind so super Kommentare. Ich liebe Kommentare, die mit den Sätzen enden. Wir müssen jetzt handeln. Und zwar entschlossen. Ausrufezeichen. Arzt heißt das. A-R-Z. Ihr Kommentar ist mir scheißegal. Nee, Hauptsache, ich sitze im Fernseher, kann Chips essen und Bier trinken. Und im irgendwo so klein bin ich jetzt auch nicht, dass ich im Fernseher sitzen kann. Das ist jetzt echt, das tut mir auch weh. So. Nein, Sie wollen was aus einzelnen Problemen, also die FIFA hat ein Problem mit mindestens mal dem Anschein von seltsam zustande gekommenen Entscheidungen. Gar keine Frage. Da spielt Geld eine immens große Rolle, weil es eben auch ein Multimilliardengeschäft ist. Ja, wie die Autoindustrie übrigens auch. Da gibt es gelegentlich nämlich auch Probleme. Die kommen mit deutlich weniger Korruption, glaube ich, aus, die Autoindustrie. Nein, das würde ich jetzt mal wagen, die also, These. Also, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es ein großes Geschäft und dass natürlich da manche sich von diesem Riesenkuchen auch ein Stück abschneiden sollten, wollen, das größer ist als das, was ihnen gehört und zusteht, gehört irgendwie dazu. Aber ich finde, das Geld hat dem Sport, dem Fußball in diesem Fall, unter dem Strich eher gut getan. Erinnern Sie sich an Spiele von vor 30 Jahren, wie die im Fernsehen übertragen wurde? Da war dann irgendwie ein Hansel, der nach 45 Minuten Kommentartätigkeit irgendwie den Hitzschlag erlebt und dann war die zweite Halbzeit gar nicht. Da war eine Kamera aufs Spielfeld gerichtet und das war's. Und das ist heute schon was anderes. Es ist zynisch. Es ist überhaupt nicht zynisch. Es ist der für Sie typische Zynismus. Hier Franz Beckenbauer, die Zeit, von der reden Sie ja, als Beckenbauer noch gespielt hat. Beckenbauer, das ist der Typ, der heute sagt, in Katar? Ja, aber Sie gehen doch an meinem Argument vorbei. Es gibt gar keine Sklaven. Ich war in Katar, ich habe niemanden in Ketten gesehen. Es gibt keine Sklaven. Könnte unter Umständen daran liegen, dass die Kameras vielleicht nicht dabei waren, dass da nicht die Limo gehalten hat und der rote Teppich und die hübschen blonden Frauen mit den Champagnergläsern. Das war da nämlich alles nicht, weil da war der Franz irgendwie nicht dabei. Sie spielen unterkomplex, wenn ich das sagen darf. Es nervt, weil man sich so veräppelt fühlt. Sie kommen aus einer massierten Abwehr, aber Sie kommen nicht über die Mittellinie. Versuchen Sie doch mal ein Tor zu schießen. Alter Schwede. Ja. So, Hilfe, Menno. Ah, Gott, also, machen Sie weiter jetzt. Noch einmal hier. Ja, was? Noch einmal. Der Fußball, da geht es jetzt um ungeheuer viel Geld. Und es ist richtig, ein Land wie Katar, ein Land wie Russland, wo die nächste, also die direkt folgende WM hin soll, das ist auch nicht gerade ein besonders demokratisches Land gerade. Wenn das aber das Ausschlusskriterium ist und wenn man nicht, wenn es heißt, wir dürfen wirklich nur noch in perfekt funktionierenden Reinraumdemokratien diese Spiele abhalten. Dänemark. Dann sind wir bei Dänemark und Luxemburg. Den Färöerinseln mit dem einzigen Haken, dass sie bei den Färöerinseln immer den Ball holen müssen, wenn sie ihn über die Klippe geschossen haben. Das ist halt doof da. Und darum geht es nicht nur auf den Färöerinseln. Okay, das heißt, Ihre Lösung ist keine Lösung. Nee, stopp, wie gesagt, das Spiel läuft, es gibt keine Lösung. Wir machen einfach so weiter. Es war auch Olympia in China zu einem Zeitpunkt, wo China noch viel, viel weniger offene Marktwirtschaft oder Demokratie sowieso nicht war, als es das heute ist. Also ich will nicht sagen, es ist das große Entwicklungsprojekt und danach geht es allen Ländern automatisch besser. Aber es ist, Sie können diese Art Länder, finde ich, nicht davon ausschließen. Sie sollten die FIFA reformieren, bin ich sofort dabei. Aber ich lasse mir dadurch nicht den Spaß verderben. Ja, den Spaß als Zuschauer. Nein. Damit die mal bitte festhalten, Herr Blume lässt sich nämlich einfach den Spaß nicht verderben. Nein, ganz egal, was das bedeutet für die Umwelt, ganz egal, was das bedeutet für die soziale Situation dort, ganz egal, ob es bedeutet, dass man eine korrupte Bürokratie letztlich immer noch mit Geld anfüttert. Das Perverse ist, dass unsere Firmen, pass auf, unsere Firmen, die großen Firmen, die FIFA sponsoren, also Sony, Visa und wer da alles ist, die finanzieren im Prinzip mit dem Geld, was wir ihnen für die Produkte bezahlen, korrupte Systeme dort in diesen Ländern, die dann wiederum unsere Baufirmen finanzieren, die dort die Stadien bauen. Das heißt, wir haben sozusagen das nennt man dann eben Kapitalismus. Nee, das nennt man Verschwörungstheorie. Augstein, tut mir leid. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, fragen Sie doch mal, wer die Stadien gebaut hat in Katar. Stopp mal. Aber fragen Sie mal, warum übrigens Bundespräsident Wulff, über den wir vielleicht nachher noch reden, seinerzeit dafür war, dass die WM nach Katar kommt, weil er nämlich wusste, dass dann deutsche Firmen dort Bauaufträge bekommen. Der musste doch auf dem Weg zum Emir telefonieren. Also das mal am Rande. Ah. Aber stopp, Moment.
Ja? Ich glaube nicht, dass eine Olympiade oder meinetwegen eine hochgerüstete Fußball-Weltmeisterschaft irgendwas für die Stabilität oder die Nichtstabilität oder die Demokratisierung oder die Nichtdemokratisierung eines Landes großartig bedeutet. Die sozialen Probleme, die Brasilien hat als Schwellenland, wo plötzlich für eine Zeit lang die Schere zwischen Reich und Arm viel steiler auseinandergeht als davor und wahrscheinlich auch in dem weiteren Verlauf der Entwicklung, das hat doch nichts mit dem Fußball zu tun. Jetzt können Sie sagen, die hätten die 3 Milliarden, die Sie oder die 2 Milliarden, keine Ahnung, die Sie in die 3 Stadien gesteckt haben, besser in den Verkehrsausbau gesteckt. Das mag sogar sein. Aber ich glaube sogar, wenn Sie die Brasilianer abstimmen lassen würden, dann würden Sie in Mehrheit, nicht die Demonstranten natürlich, die mit Recht sagen, was schiefgelaufen ist, glaube ich auch. Würden Sie in Mehrheit sagen, nee, lass uns dieses Fest feiern und dann auch noch ausbauen. Natürlich. Ich meine, es müsste in so einem Land, das so quasi im Boom ist, müsste genug Geld für beides da sein. Dieses System, dieses Fußballsystem. Aber Sie können die Probleme des Landes nicht mit dem Fußball erklären. Das Korruptionssystem baut doch auf der Begeisterung der Fans. Das ist ja das Perverse daran. Die werden da ja sozusagen missbraucht und instrumentalisiert. Das ist doch genau das Problem. Aber trotzdem, beantworten Sie mir doch die Frage, wäre das Land Brasilien strukturell ein anderes und better off, wenn es keine Fußball-Weltmeisterschaft hätte, das Land Russland, was die nächsten hat, danach, also ohne Fußball, dann eine Demokratie? Was ich gelesen habe, was bei den Sochi-Olympiaden passiert ist, um sozusagen überhaupt diese Spiele zu ermöglichen, wie da praktisch über die Leute hinweg, packen sie dieses komische rosa Ding weg, was sie da haben. 1 Milliarde Leute auf dieses Signal hin, versammeln sich jetzt 1 Milliarde Leute an den Rundfunkempfängern und schauen sich das Spiel heute Abend an. Herr Blum, und wenn in Sie den mit nächsten dem Wochen. Ding ein Signal das ist, geben, dann das weiß ist, ich Nein, nicht. Aber das ist wirklich, das finde ich, das muss man schon mal ernst nehmen. Das sind jetzt nicht alles Leute, die sagen, ist mir doch ganz egal, ob es in Katar Sklaven gibt oder nicht. Das können Sie doch den 1 Milliarde Leute rund um den Globus nicht unterstellen. Das ist doch Quark. Na gut, Sie können natürlich immer sagen, ich habe keine Verantwortung. Sie können natürlich die Verantwortung ablehnen. Ich glaube nur, ich sage es Ihnen einfach, ich glaube, dass, oder meine einzige Hoffnung wäre, dass es irgendwann so läuft, eben wie mit der Tour de France, nicht, wo dann die Telekom gemerkt hat, oh, das schadet mir, wenn ich das hier unterstütze. Kann man nur hoffen, dass Sony und Visa irgendwann so weit sind, dass sie merken, da bleibt irgendwie was bei Ihnen hängen. Wenn das nach den Compliance-Regeln der Industrie laufen würde, ja, gehen wir doch mal dahin, gehen wir doch einfach mal, die gibt es nämlich, Sie wissen, dass große Aktienunternehmen, gerade amerikanische, Compliance-Regeln haben. Wenn die gelten würden für die Unterstützung der FIFA-organisierten Veranstaltungen, müssten die alle aussteigen, das wissen Sie auch. Deshalb sind die auch sehr schmallippig bei diesem Thema. Wenn der Druck nachher am Ende funktioniert, wäre es ja gerade so eine marktwirtschaftliche Lösung. Wenn die Aktionäre sagen würden, Sie wollen doch nur wieder linken Fußball eigentlich in Wahrheit sehen. Cesare Menotti, jawohl. Gegen die Diktatur der Taktik oder keine Ahnung, ist ja auch egal. Linker Fußball, hat Daniel Cohn-Bendit gesagt, der fährt jetzt gerade mit dem VW-Bus durch Brasilien. Der versteht sehr viel vom Fußball. Vorsicht, so viel weiß ich auch. Der einzige europäische Politiker, den wir wirklich haben, der versteht sehr, sehr viel vom Fußball. Der macht für Arte einen Film, darüber bin ich sehr gespannt. Der wird bestimmt schön. Ja, was wollten Sie jetzt noch sagen? Ja, ich frage mich natürlich, neben Hip Hip Hurra Abpfiff und das Spiel dauert 90 Minuten, das Wort der Woche war. Das Wort dieser Woche war, auch schon, es fängt mit ich an, ich helfe Ihnen. Das Wort der Woche war, ich wäre auch heute der richtige Präsident. Aber das hat nicht Franz Beckenbauer gesagt, und um Jogi Löw abzulösen, sondern das hat Christian Wulff gesagt. Ich wäre immer noch der richtige Präsident. Ja. Hat sein Buch vorgestellt und hat gesagt, ich wäre der richtige Präsident. Ich weiß, darüber machen Sie sich jetzt bestimmt lustig. Nee, überhaupt nicht. Das ist echt, also das ist eher, glaube ich, fast pathologischer Zustand. Nö, das weiß ich jetzt gar nicht. Also es ist eine Form von Verkapselung und nach sich innen wenden, das finde ich schon interessant. Also es ist ein bisschen spät für den Rücktritt vom Rücktritt, muss man sagen jetzt. Nur, ich habe das Buch mir mal angeguckt. Jetzt wollen Sie die These rauskommen. Ja, ich habe mir das Buch angeguckt, ich habe es gelesen. Ich finde, in großen Teilen hat er recht mit seiner Analyse. Er hat ja sein Buch vorgestellt. Bei dieser Buchvorstellung hat er diesen Satz gesagt. Vieles von dem, was er gesagt hat, was schiefgelaufen ist, bei der Affäre. Wäre er der Richtige? Das würde mich jetzt echt interessieren. Und es würde mich übrigens interessieren, was er dann machen würde. Wenn er nicht so wäre, wie er ist, dann wäre er tatsächlich der Richtige. Denn der, den wir haben, der ist der Falsche. Konnten Sie folgen, wenn Sie die zweite Gehirnzelle mit in Betrieb nehmen? Wenn das kein Wasserglas wäre, dann könnte es eine echt gute Colaflasche sein. So. War es das, was Sie ungefähr meinten? Ich meine, dass der Präsident, den wir haben, den finde ich echt schlimm. Der geht mir wirklich auf die Nerven. Was ist das Thema? Was ist das Thema seiner Präsidentschaft? Joachim Gauck, was ist das Thema? Worum geht's? Freiheit. Selbstbewusstsein. Freiheit. Dazu hat er gar nichts. Freiheit ist für ihn schon. Moment. 1989 hat sich für ihn das Problem mit der Freiheit erledigt. Keine DDR mehr. Ab jetzt Freiheit sozusagen. Dann lehnt er sich zurück und sagt, wir haben kein Problem mehr. NSA, kein Problem. Kapitalismuskrise, kein Problem. Ist alles egal. Hauptsache keine DDR. Das ist Gauck.
Das ist ein Mann von gestern. Das ist Quatsch. Das ist Wolf wirklich, das war wenigstens also jetzt, einer von heute und Gauck ist einer von gestern. Das ist meine also der von heute, der hat vor einer grauen Zeit sein Gestern hinter Abpfiff. Sich gehabt. Und da war sein Gestern dann morgen. Das ist nämlich Dialektes. Abpfiff. Abpfiff. Sie sind immer so brutal.